Und los geht's. Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier und ich mache heute seit langer Zeit mal wieder ein klassisches Unboxing mit euch. Warum seit langer Zeit? Ganz einfach, bei den letzten Geräten konnte ich das Unboxing direkt mit euch live vom Event machen, aber heute gibt's nochmal was ganz Besonderes, ein Gerät, auf das ich mich seit sage und schreibe 13 Monaten freue, das Huawei Mate XS. Gleich nach dem Intro geht's los. So, es geht schon mal los mit einem richtig großen Karton, der für ein Smartphone dann doch eher ungewöhnlich ist und schon mehr an ein Tablet erinnert. Und auch ganz wichtig, hier unten schon der Hinweis auf die App Gallery. Den Punkt hatten wir schon beim P40 Lite, denn bekanntermaßen kommen neue Geräte von Huawei jetzt nicht mehr mit den Google Mobildiensten, sondern eben ohne diese und man muss die Apps entsprechend über die App Gallery oder andere App Stores beziehen. Aber schauen wir uns mal an, was drin steckt. Und da seht ihr schon, deshalb der große Karton. Das Gerät ist aufgeklappt, kommt aufgeklappt. This product is a foldable phone with a flexible screen. Please pay attention to the following. Einige Sicherheitshinweise. Keine Sicherheitshinweise. Wir wollen auspacken. Und wenn wir die Folie abhaben, dann sehen wir hier wunderschön das Huawei Mate XS. Man hat es gegenüber dem Vorgänger, also das Mate X war ja im Grunde die Version ja, 0.1 oder 1.0 und hier haben wir eine Weiterentwicklung. Mittlerweile arbeitet hier nicht mehr der Kirin 89 wie noch im letzten Jahr drin mit dem Ballon 5000 Modem, sondern der neue Kirin 99 5G, der auch im Mate 30 Pro 5G zum Einsatz kommt. Ebenso wie die neue Mali GPU, die G76 mit 8 GB. Wir haben 512 GB Speicher intern und ja, ganz ordentlich. Und jetzt mit das Wichtigste, es ist ein unfassbares Gefühl, sage ich euch, wenn man dieses Gerät das erste Mal faltet und dann auch wieder aufmacht. Es ist der Wahnsinn. Wer die Gelegenheit hat, sich das irgendwo in einem Laden anzuschauen, macht das mal. Dieses allererste Mal, dieses Feeling, das ist was ganz Besonderes. So ein Smartphone, so ein Display zu knicken, das ist... Man kann es nicht beschreiben, probiert es einfach selber aus. Was wir hier noch sehen, ist das Kamerasetup. Auch da hat sich noch mal ein bisschen was geändert. Das ist im Grunde das Kamerasetup vom Huawei P30. Wohlgemerkt vom P30, nicht vom Pro. Allerdings hat man als vierten Sensor, sage ich mal, als vierte Kamera, den Tiefensensor ergänzt, sodass wir jetzt hier eine 40 Megapixel Hauptkamera haben, 16 Megapixel Ultraweitwinkel, 8 Megapixel Teleobjektiv und eben den 3D-Tiefensensor. Und mit dem Tele erreichen wir nicht den 50-fach-Zoom vom P30 Pro, sondern nur den 30-fach-Hybrid-Zoom. Was heißt nur für so ein Gerät immer noch ganz super. Hier an der Seite ist übrigens der Fingerprint-Sensor. Das kennen wir schon von anderen Smartphones von Huawei oder auch von Tablets. Das ist also nicht nur der Power-Button, sondern da ist auch der Fingerprint integriert. Ja, und es ist einfach super. Das liegt richtig plan auf. Da ist also kein Spalt dazwischen oder es ist irgendwie schief oder krumm. Sondern ich versuche das mal möglichst gerade hier zu halten. Ihr seht das, das ist richtig klasse. Und es ist gar nicht viel dicker als ein normales Smartphone. Das ist wirklich
echt beachtlich, technisch wirklich herausragend, was da geschaffen wurde. Und ich mache jetzt nochmal hier von der Seite dieses Öffnen. Hier haben wir dieses Falcon Wing Design, diesen Mechanismus, diesen Faltmechanismus. Und ja, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Gut, viel mehr gibt es in den nächsten Tagen und Wochen natürlich zu diesem Gerät, inklusive ausführlichen Testbericht. Das will ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, sondern wir sind noch beim Unboxing und ersten Eindrücken. Deshalb schauen wir mal, was die Kiste hier noch alles beinhaltet. Fangen wir hier an. Dem Gewicht nach, genau, ist das Ladegerät. Ladegerät, so rum, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, das ist ein Max 65 Watt Huawei Supercharge Ladegerät mit USB-C-Anschluss. Das sind die Geräte, die bis jetzt bei den Matebooks zum Einsatz kamen. Das Huawei Mate XS unterstützt 55 Watt Supercharge, damit habt ihr in einer halben Stunde von 0 auf 80% geladen. Das ist echt stattlich, wobei mit dem 4500 mAh Akku sollte man auch eine ganze Weile auskommen. Was haben wir hier noch? Wir haben tatsächlich, okay, das finde ich ganz lustig, beim 2500 Euro Gerät liegen, es ist ja schön, dass trotzdem immer ein paar Kopfhörer beiliegen, aber ich muss wirklich sagen, das ist dann doch eher die sehr, sehr günstige Variante. Kann man jetzt drüber streiten, ob man sich das schenken sollte, ob man da direkt von vornherein ein paar Freebuds beitun sollte, wie auch immer. Ich lasse sie trotzdem mal ausgepackt hier liegen. Aber zumindest ist was dabei. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Dokumentationen. Das heißt, im normalen Modell sind dann hier Garantieunterlagen, weitere Anweisungen dabei und... Was noch dabei ist, ist ein Bumper. Der kommt außen um das Gerät herum und soll dies etwas schützen. Das wirkt wie ein ziemlich fragiles Teil, muss ich euch sagen. Und ich bin mal gespannt, wie ich das gleich um das Gerät drumherum kriege. Ist also wirklich ganz klassisch. Ihr seht es, das, was man früher häufiger gesehen hat, ein Bumper, der außen drumrum geht und einfach verhindern soll, dass das Gerät überall direkt mit dem Gerät selber, mit dem Display auf einer Oberfläche liegt. Denn wir haben ja hier durch dieses Konzept auf beiden Seiten Display. Wenn ich es also als Smartphone nutze, dann muss ich es zwangsläufig als Display ablegen. Während wenn ich es so natürlich als Tablet-Mode mit 8 Zoll Display nutze, dann kann ich es problemlos auch so auf die Rückseite ablegen. Machen wir weiter. Was haben wir noch? Ist noch eine Packung. Genau. Wie unschwer zu erwarten, ist hier dann natürlich noch das passende Ladekabel. Auch hier USB-C auf USB-C für eben das entsprechende Ladegerät. Ja, und genau, das war's schon. Das ist alles im Karton. Wir haben das Mate XS. Wir haben das Max 65 Watt Ladegerät mit dem dazugehörigen USB-C auf USB-C Kabel. Wir haben diese Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer. Und wir haben als Schutz einen entsprechenden Bumper. Hier bei meinem Testgerät nicht dabei, die entsprechenden Garantieunterlagen, die natürlich beim Kaufgerät auch dabei sind. Seit gestern, dem 19. März, ist das Huawei Mate XS im Handel, genauer gesagt im Online-Store von Huawei erhältlich für knapp 2500 Euro. Das ist kein Schnäppchen, aber das ist auch kein Gerät für jedermann. Das ist ein Gerät für wirklich technisch Interessierte, für Early Adopter, die eine neue Technologie jetzt direkt zu Beginn austesten wollen und da einfach probieren wollen, ganz früh dabei sein, um dann auch ein bisschen wegbereiter zu sein, wenn so eine Technologie, in welcher Form auch immer, ob das dann faltbare Displays sind, ob das wirklich flexibles Glas ist, ob das ein Display ist, was man irgendwann in Kunststoffform sich um den Arm legt, was auch immer. Schauen wir mal,
was sich aus dieser Technologie in den nächsten 5 Jahren noch so ergibt. Wenn ihr Fragen habt zu dem Gerät, dann ab damit in die Kommentare und bei unserem Testbericht werden wir dann entsprechend darauf eingehen, euch alle Fragen beantworten und gerne auch mit euch die ein oder andere Diskussion über diese neue Technologie führen. Ich freue mich auf euer Statements. Bis dann. Ciao, euer Marco.